Weiter geht es mit einer neuen, absolut knuffeligen Folge PixArk mit einem knuffeligen kleinen Mücklein, dem guten Summi und einem bärtigen Schmuddel. Summi. Summi liegt, seit du den geholt hast, nur darum. Irgendwer ist draufgetreten, glaube ich. Summi ist ein wichtiges Mitglied der Gemeinde, ja. Ohne Summi wäre das alles hier nicht möglich. Schau dir das alles an, ja. Summi. Seitdem wir Summi haben, läuft's. Seitdem wir den kleinen. Warum hast du eigentlich hier diese sinnlose Treppe gebaut? Naja, ich hatte eine Treppe übrig, wollte die mir mal angucken, hab die da reingesetzt. So, ich mach mal das Fenster auf. So, hast du genügend Essen eigentlich? Ich hab gar kein Essen mehr. Na, warte mal, dann gebe ich dir hier die Hälfte. Gib mal ein bisschen Meat, Alter. Moment, wie ging das nochmal? Shift. So. Hier, Drop. Dir ist eine riesige Kiste aus dem Mund gefallen. Zack, zack, ich hab auch nichts mehr, jetzt bin ich wenigstens mal wieder satt. Ja gut, wir müssen jetzt eh jede Menge Leder sammeln, ne? Und wir müssen vielleicht mal hier einen Weg nach oben oder so, ne? Wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, es ist gerade zu dunkel. Dass wir halt gucken, dass wir hier nach oben kommen. Ja, es ist mega dunkel. So. Ich springe hier nach oben. Ich kann auch noch ein bisschen leveln. Ich habe noch 2 Punkte. Ich kann dir nur raten, geh auf Damage. Das lohnt sich echt. Damage und ja, vielleicht noch ein bisschen Ausdauer hier. Ich merke nämlich, die Ausdauer geht schon relativ schnell flöten, ne? Toll, hier drüben ist ein riesiger Minotaurus. Glaubst du, sie sind super stark oder denkst du, die tun nur so, als wären sie super stark? Sie sind auf jeden Fall super groß und deswegen will ich... Ach ja, wir können jetzt auch Betten machen, ich habe es gelernt, aber wir brauchen halt... Weil jetzt haben wir hier nur einen Schlafsack, der ist unten drin, in unserem kleinen Kabuff. Im Kabuff? Im Kabuff, Schlafsack. Ja gut, aber dann kann ja nur einer schlafen. Ja, das ist aber auch nur ein Einwegding. Also da kann einer von uns kann sich daran jetzt wiederbeleben. So funktioniert das. Ach so. Ich würde sagen, wir rotten erstmal die Höhle aus, weil da gibt's noch ein bisschen Dodo und so. Ne, ich sehe halt. Also steche jetzt erstmal schön rein. Versuche hier zu bauen. Bei Leder. Dodo lohnt sich. Dodo lohnt sich immer. Dodo mal da der Dodo. Verstehst du? Ja, ja. Siehst du? So, dann würde ich sagen, nehme ich wieder hier irgendwas anderes in die Hand. Dieses Change-View-Ding, jetzt ist es endlich weg. Boah, hier Ego-Perspektive, FSK 18, hier Mörder Joe am Start. Ich weiß gar nicht, wo du bist, ne, weil ich überhaupt nichts direkt sehe. Direkt hier bei der Höhle. Ach, in der Höhle? Ja, immer nicht noch unten bei der Höhle, sondern in der Höhle. Aber man sieht halt voll wenig. Ich wette, man kann auch so Wandfackeln machen. Hallo, hier drüben. Siehst du mich? Okay, sind die Schweine alle tot? Du kannst ja Klaus mitnehmen. Warte mal, ich hol mal hier... Oh, ey, das Female-Ding ist Level 82, ne? Deswegen, ich hab ein bisschen Schiss. Glaubst du, den schaffen wir? Ich weiß nicht, Klaus ist Level 9. Der Klaus ist irgendwie auch unnötig. Also, keine Ahnung, was der überhaupt für eine Funktion hat. Also, was mich an Ark, muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch in dem echten Ark schon immer gestört hat, ist, dass der Bildschirm kontinuierlich voll ist mit irgendwelchen Schriftzügen. Ja, so ist es halt. Arg. Das ist eine Wissenschaft. Guck mal, hier, unsere Viecher gehen drauf. Wie, Summi ist tot. Er hat Summi gegessen, hat ihn irgendwie inhaliert. So. Summi ist tot. Tja, Summi ist ja auch nur eine Fliege. Ja, aber eine wichtige Fliege. Die war ein wichtiges Mitglied unserer Gemeinde. Da drüben ist eine neue Summi. Jetzt kann ich mir eine neue holen. Bleib stehen! Weil die sind auch voll die geile Lichtspender, merkst du? Ja, ja, ja doch, die ist echt gar nicht so schlecht eigentlich. Eigentlich gar nicht so doof. So, jetzt schauen wir mal hier, ich sammle mal ein bisschen Zeug. Aber er will nichts, also ich kann ihn irgendwie nicht überzeugen, beim Team zu spielen, weil er gesehen hat, was mit dem anderen Summi passiert ist, weißt ja, du? Ja, ja, er hat gesehen, wie du seinen Freund in den Tod geschickt hast. Das war meine Mom! Summi, ich will dich haben. Nee, will er nicht. Hat er keinen Bock drauf. Keine Böcke. Wollen wir Schwein Level 82? Traust du dich oder eher... Ich weiß nicht. Hose voll oder Hose leer? Das ich würde es machen. Mal. Ich habe jetzt 9 Leder. Wir bräuchten hier mal ein paar Truhen und so ein Quatsch. Hä, aber wie, ich brauche den Steinboden oder muss ich das erst nochmal einzeln lernen dann für die Hütte? Du musst immer Dinge erlernen davor. Nee, warte mal. Was brauchst du da drin? Moment, ich schau mal rein. Also, Strukturen... Stone. Ja, du musst Stonewall erlernen und Stonewall herstellen, um eine verbesserte Stonewall zu haben. Ah, okay.
So funktioniert das. Der Chat ist ja so ätzend in dem Spiel, ne? Ja, ja. Das ist immer mittendrin im Menü. Immer da, wo du ihn am wenigsten brauchen kannst, da ist der Chat. Okay, ich versuche jetzt das Schwein zu töten, ja? Willst du das echt Ready? Antun? Warte. Aber du musst mir helfen. Ja, ja, gut, dann warte auf mich. Was ist? Ich sehe nichts. Moment, ich kann noch einmal Stärke hier leveln. Stell mal ein Feuer hin, ich sehe nichts. Ja, es reicht doch hier, oder? Siehst du nicht das Schwein? Unsere Tiere ganz schwach, ganz schlecht. Ganz schlecht. Bist du bereit? Kannst du. Siehst du, bist du auf Stichhöhe? Weiß ich nicht. Du siehst das Schwein nicht echt? Bei mir ist es nicht so dunkel. Mein Bildschirm reflektiert sehr stark das Sonnenlicht. Jetzt kannst du es sehen, ja? Ja, 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 ja. Weißt du, wo du ungefähr hinstechen musst? Ah, ja, ja, kriegen wir schon hin. Okay, auf geht's. Ins Auge stechen, immer ins Auge. Es flieht sogar. Ist doch nicht so mutig. Und ist tot. Oh, nice. War jetzt eigentlich nicht so schlimm, ne? Nö, war kein Drama. Ich sehe nur wieder nichts. Warte, ich mach mal hier den Beleuchter. Aber hier ist aber... Klaus ist immer im Weg, Alter. Wie kann man Klaus denn wegschicken? Bitte, Klaus, geh. Geh hinaus in die Welt und erforsche. Erforsche sie. Du hast Dirty Sven gerade gepiekst zweimal. Ich musste Dirty Sven ein bisschen wegpieksen. So. Aber wir haben immer noch nicht genügend Leder. Eben gerade konnte ich die Fliege füttern. Ja! Summi. Kann man die aufheben? Nee, die fliegt einfach hinterher. Das ist auch eine, ne? Jetzt ist er heiß auf die Fliege. Erst ja, verspotten und jetzt wollen. Ach, hier ist eine Leiter, cool. Geht irgendwie nicht. Vielleicht habe ich nur gespoilte Beeren oder so. Die habe ich da hingemacht, gut, ne? Mhm, richtig gut. Haben wir noch irgendwelche Opfer, die wir hier abstechen können? Ich weiß nicht. Wir brauchen immer noch ein bisschen Leder. Ein kleines bisschen brauchen wir noch. Aber da drüben wütet auch ein Drache. Oh, der kommt in unser Canyon. Ich glaub's nicht. Wieso? Was will der denn hier? Das ist unser Canyon, Alter. Ja, siehst du den da hinten? Ja, ja. Na, er wollte nur mal gucken, was hier geht. Ich bin der Meinung, wir müssen den Canyon irgendwann zubauen. Warum guckt der denn da so traurig mit seinem Hals hier aus dem Canyon? Ja, klar, der steckt ja auch fest. Da wäre ich auch traurig. Wie er guckt. Ich komm hier nicht raus. Ich hab so kurze Beine. Okay, da unten sind Viecher drin. Was? Hier ist eine Fledermaus. Ich hab gekackt. Super. Deine Mom wäre stolz. Ich weiß. Wollen wir da unten rein? Irgendwie habe ich ein bisschen Schiss. Vielleicht sind da böse Kreaturen drin. Alter, da hinten ist ein riesiges Ei, oder? Komm mal her. Ja, ja, ich sag ja. Ist das ein Ei? Ja, das ist ein Riesenei. Lass das. Finger weg von den Eiern, Alter. Das gehört nämlich einem riesigen Tier. Aber ich hätte es voll gerne. Ich glaube nicht, dass das ein Dodo gelegt hat. Hier ist ein Dodo. Tot. Gab aber nur Fleisch. Kein Leder. Nix Leder. Glaubst du, wir schaffen das Ding da? Oder denkst du, es ist stark? Welches Level hat so ein Wildschwein denn? Hier, so ein aggressives. Keine Ahnung. Sollen wir es stecken? Guck mal, das kann man auch füttern. Oder wir übernehmen es einfach. Ja, aber dann haben wir kein Fleisch und kein Leder. Ah, bereit? Ja. Tut mir leid. Au, der tut weh. Er rennt weg. Oh. Er rennt im Kreis. Taktik funktioniert nicht. Ach, ein Kalb. Oh, ich bin halb tot. Ich bin halb tot. Er hat mich voll getroffen. Vielleicht sollten wir lieber Rückzug. Er ist ganz schön fies. Kein Rückzug. Oder du hast mich getroffen. Ich weiß nicht. Gibt's hier Friendly Fire? Vorsicht, das Ei. Der macht ja immer so Ram-Aktionen. Jetzt stich ihn. Ich hab halt kaum Leben. Wenn er mich noch einmal berührt, bin ich rip ass. Komm, 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 komm. Gibt's doch nicht. Hab ihn nochmal getroffen. Bleib hier einfach stehen. Oh, oh, er hat mich wieder gerammt, aber er ist zerploppt. Er ist geplatzt. Nice. Ah, jetzt Leder. Ich dachte schon, wäre echt schwach. Einmal Fleisch habe ich da bekommen. Ja, zwei Leder. Warte mal. Uns fehlt jetzt noch zwei Leder. Hast du Leder? Warte, ich schau mal. Leder 1 habe ich, glaube ich. Ich drop das mal. Mono Leder. Ein Mono Leder habe ich gedroppt. Hier, uns fehlt noch ein Leder jetzt.
Irgendwo hier muss ja noch ein Dodo sein, den wir schlachten können, oder? Ich weiß es nicht. Vorsicht, nicht zu dem Geroll gehen. Das nehme ich, ein Zyklop. Ein Golem, meine ich, ein Golem. A Golem? A Golem! A Monster, hier ist ein Dodo. Ich hoffe, der hat ein bisschen Leder, yo. Wie viel Leder, yo, brauchst du noch? Eins, dann habe ich ein Bett. Dann habe ich endlich ein Bett. Yo, der hat mir eins gegeben. Boah, der hat drei Leder gegeben. Anscheinend sind die Waffen doch entscheidend. Okay, ich kann jetzt ab Bett. Phil Fallus bewegt sich nicht mehr. Ich höre dich nicht mehr. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Unconscious. Oh oh. Und da bin ich aus dem Server rausgeflogen, ne? Ja, aus dem Busch, da war Internet. Ich weg. Einfach so, ja. Husch, verbannt. Die Waldfee. Husch, die Waldfee. Plötzlich wurde ich verbannt. Ey, unsere Hütte ist viel zu klein, merke ich gerade. Ja, wir wollen doch jetzt. Also, man braucht ja eine gigant große Hütte hier für das Spiel. So, ich habe jetzt ein Bett. Besitze jetzt ein Bett. Gut, und das bedeutet, wir können da alle spawnen, wenn wir sterben. Wenn wir sterben, können wir dort spawnen, aber immer nur einen. Am besten ist halt zwei Betten zu haben, ne? Jeder bräuchte halt ein Bett. Aber das Gute an einem Bett ist, wenn es kaputt geht, dann. Also das geht nicht kaputt. Wenn du spawnst, geht's nicht kaputt. Ein Schlafsack, der geht halt kaputt. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich schrubbt man den irgendwie auseinander, wenn man sich da reinkuschelt. Wird der komplett zerschrubbt, der Sack. Ich würde jetzt hier mal noch ein Häschen und ein Dodo. Einfach weil ich's kann. Ich muss. Achso, du kannst nur füttern, wo du auf demselben Level bist, quasi. Genau, ja. Genau das. Schade, weil hier ist nämlich voll das geile Tier, Alter. Was ist denn da für ein Tier? So ein Proctopodon oder so. Sieht aus wie ein großer Fuchs. Nee, das ist, glaube ich, ein Känguru. Ich glaube, das ist ein riesiges Känguru. Das hier, komm mal hier hoch. Die Leiter hoch einfach, dann siehst du schon. Wir bräuchten mal, Moment, ich geh mal hoch. Wir bräuchten auch mal Kisten, weißt du? Damit wir Sachen verstauen können. Ja, das ist ein Känguru. Aber was für ein Level kann man das? Level 40, ja. Sollen wir es stechen? Ja. Gibt bestimmt gut was. Glaubst du, es gibt Fell oder es gibt Leder? Was denkst du? Ich weiß nicht, wahrscheinlich viel Fell. Einfach draufstechen, einfach rein. Kann sich nicht wehren. Nee, er ist hier in der Falle. Du darfst aber nicht mit der. Oh, jetzt ist er raus. Aber er kann immer noch nicht. Ja, obwohl, er ist gut im Springen. Stich ihm in den Fuchs, stich ihm in den Fuchs. Immer hinten rein, immer hinten rein. Vorsicht, du hast mich getroffen. Ich bin tief in ihm drin. Ah, es geht in die andere Richtung. Aber er ist trotzdem hier ganz gut verkeilt. Aber der hält gut was aus. Der gibt wahrscheinlich tonnenweise Fleisch. Ja, hoffentlich, ey, weil. Hab doch ein Häschen irgendwie dabei weggemetzelt. Ja. Weil Fleisch brauchen wir. Wir brauchen auch Kisten. Alter, was hält denn der aus, Junge? Wahnsinn. Wenn du so einen hast, bist du untouchable. Was denkst du, wie man so einen Drachen ranzähmt und züchtet? Stimmt, hochkomplex. Füttern! Ja, aber ein T-Rex kannst du ja nicht füttern, zum Beispiel. Du kannst ja hier nur die harmlosen Freunde, die kannst du füttern. Aber wenn so ein T-Rex um die Ecke kommt, also dem hältst du aber das Kotelett hin. Wenn du diese weißen Beeren hast, die kannst du essen, dann kriegst du sofort Ausdauer zurück. Alter, den kriegen wir nicht klein. Wahrscheinlich sind unsere Waffen zu primitiv. Wir kommen nicht durch seine Fettschicht hier durch irgendwie, ne? Er will nicht sterben! Ne, will er auch nicht. Warum? Die Fettschicht. Kommt da nicht durch. Wie viel Fleisch wird er wohl geben? Oh, keine Ahnung. Ich will nur Leder. 15 Leder, dann bin ich. Bin ich happy. Nee, nee, der geht nicht drauf. Kann man das vielleicht durch diesen Scanner sehen? Ach, den Speer kann man auch werfen. Wie cool ist das denn? Jetzt steckt er aber da drin. Jetzt steckt er in seinem Bein. Siehst du den Speer? Ja. Kann man den rausziehen? Irgendwie nicht, ne? Der stirbt nicht. Der ist zu robust. Guck mal.
Nee, den kriegen wir nicht klein. Den kriegen wir nicht klein. Ey, der Drache ist jetzt schon ganz oben. Wir brauchen aber Leder, unbedingt. Wie, wofür jetzt noch? Naja, für noch ein Bett und für alles. Für einfach alles. Das ist arg. Du brauchst von allem immer ganz viel unbedingt. Das ist arg. Mehr von allem. Ein Meat, ein Leather kriegt man hier vom Dodo. Hier drüben sind noch ganz viele Schweine. Hol die am besten weg. Ich bin irgendwie dizzy. Und wir brauchen Kisten. Könntest mal Patronen bauen, damit man mal Fleisch und sowas zwischenlagern kann. Ja. Damit wir hier mal in die Massenproduktion kommen. Hallo, ich steche das Schwein. Stirb, Schwein. Achtung, jetzt. Nicht mit der Pike drauf, nicht mit der. Lass mich dran. Weil du kriegst Leder. Nein, nein, du kriegst Leder, wenn du... Ja, aber ich will vielleicht auch Leder haben. Geh doch dann einfach und such dir deinen eigenen Loot. Hier drüben ist das nächste Spiel, komm. Es ist doch eh ein Teamspiel. Ich baue dein Bett damit. Ja, ich will aber auch mal Erfahrungspunkte sammeln. Na, dann bau du das Bett, wenn du es gelernt hast. Oh, oh. Jetzt geht's weg. Du hast den getroffen. Okay, und tot. Ich hab den nicht getroffen. Ich hab den auch nicht getroffen. Ich glaube, du hast ihn angepiekst. So, jetzt kannst du hier beim Sleeping Bag an einer starten, beim Bett. Wo ist das Sleeping Bag? Dann nimm das Bett, ist egal. Nimm das Bett. Oben auf der Karte musst du draufklicken. Ja, respawn at bed in einer Stunde 59. Ja, nein, du kannst draufklicken. Du kannst draufklicken. Klick drauf. Ich klick drauf. Ja. Ja. Respawn at bed. Ja, mach doch. Respawn at bed in einer Stunde 59 steht da. Nein, klick doch einfach mal drauf. Hä? Wofür ist denn diese Zeit? Weiß es nicht, aber es geht. Wofür ist die Zeit? Ist doch Quatsch. Wir können uns jetzt da hinten wieder selbst looten. Hast du gesehen, der Sleeping Bag ist jetzt weg. Deswegen brauchen wir mehr Leder. Merkwürdige Rules hier. Damit wir noch einbauen können. Weil wenn wir jetzt sterben, haben wir halt keinen. Jetzt müssen wir wirklich warten. Wo ist mein Loot? Aber Vorsicht, nicht, dass der eine wieder durchdreht, weil du in seiner Friendzone irgendwie drin stehst. Take all! Wir können ihn noch feeden. Okay, ich habe ihm mal was gegeben. Er hat gekackt vor Freude. Aber der dauert, ne? Der dauert schon eine Weile, bis man den hier satt hat. Gehen eigentlich unsere Sachen kaputt? Unsere Kleidung und so? Du, das weiß ich jetzt noch nicht. Irgendwie nicht. Hier ist ein riesiger Triceratops. Guck mal, du kannst jetzt auch hier Küche und sowas, kannst du voll viel erlernen. Ja, das muss ich mir dann in Ruhe mal anschauen. Okay, der dauert aber eine Weile, bis ich den hier überzeugt habe, unserem Team mitzuspielen. Wir brauchen halt extrem viel Leder. Hier wird angezeigt wie ein Elefant. Ich mache erstmal Food und Damage. Ich sammle erstmal hier noch ein paar Beeren. Wahrscheinlich rennt jetzt eh wieder zu irgendeinem Vieh hin, wo ich nicht hin kann, und dann bin ich am Arsch. Warte mal, ich muss mal hier hin. Crafting. Hab ich doch was gelernt. Ja. Wenn man Level 30 ist, glaube ich, kann man sich den Triceratops da hinten holen. Hätte ich halt mega Bock drauf, den zu holen. Weil dann, der ist halt schon ein bisschen massiger. Da müssen aber alte Menschen wie wir erstmal auf so ein Level kommen. Dauert Wochen. Monate. Jahre. Wenn nicht sogar Jahrhunderte. So, das da. Können an die Kisten andere Leute drangehen? Bau sie innen drin bei uns. Ach, wir müssen es erweitern, unser Kabuff. Ja, weil ich glaube, da können Leute dran. Ich glaube, Kisten kann man... Ich weiß es nicht. Ich glaube, da können Leute dran. Ich kann hier drin gar nicht bauen, weil einfach der... Geh mal die Ego-Perspektive. Dann siehst du's. Wie geht man in die Ego? Mittleres Mausrad drücken. Ach so, ah. Und dann siehst du's, oder? Ja, ja. So, hier noch ein bisschen Holz geholt. Haben wir das auch? Dann gehe ich mal hier nochmal hin. Ich werde, den T-Rex ist halt auch extrem komplex. Wie hole ich mir hier so einen Flugdino? Das wäre halt am geilsten, fliegen.
Und wie mache ich für den Sattel? Den kann man ja auch reiten. Level 10 war der hier. Hier bestimmt auch irgendwo den Sattel für den Kollegen. Oh, hier kann man schon eine bessere Axt lernen. Eine Workbench. Ich habe den Sattel gefunden da unten. Hier, komm, nimm noch eine Beere. Okay, dann lerne ich mal den Sattel für den hier. Zack, und wieder hoch. Oh, no, 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 geh bitte nicht da hinten hin. Geh bitte nicht da hinten hin, Kumpel. Nein, das sind böse Kreaturen. Oh, no, er rennt genau zu den bösen Jungs. Warum Jungs sind die denn so unheimlich böse? Sind ganz, ganz viele Schweine, aber auch ganz viele böse Jungs. Glaubst du, so einen kann man auch zähmen? So ein Minotaurus? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weiß nicht. Der war geil. Ey, der kackt richtig viel, der verliert dauernd Scheiße. Naja, wenn er frisst. Wer weiß, was der zum Mittag hatte. Und jetzt weg, komm. Renn, 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 mein Freund. Renn! Oh Gott, der Minotaurus kommt. Der Minotaurus. Renn. Alter, der macht einen Spinneroonie! Er macht ihn tot. Er haut ihn tot. Super. Zack, hat ihn gemetzelt, elendig dahin. Und der ist nur Level 2, Alter. Der ist nur Level 2. Okay, okay, der kommt irgendwie jetzt in unsere Nachbarschaft, das will ich nicht. Ich glaube, der verzieht sich wieder, nee, der geht wieder zurück. Aber wir können unseren toten Kameraden vielleicht ernten. Nee, können wir nicht, er hat ihm schon die Haut abgezogen. Okay. So, runtergesprungen. Hier ist noch einer. Wer, wo? Der Schweinebärmann hier, oder was? Ja. Was dort? Man taut! Man taut! Oh. Warum machst du dir eigentlich keinen Speer? Muss ich noch machen. Oh, oh, oh. Der hat richtig gut gegeben. 7 Leder. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 16. Ich kann noch ein Bett bauen, wenn ich oder du willst das Bett bauen. Willst du es bauen? Also das ist jetzt obwohl, wenn du daneben stehst, bekommst du auch die Erfahrungspunkte. Wenn es wie ein Ark ist. Warte. Dann mache ich uns hier noch ein Bett. Die Fledermäuse hier, voll unheimlich. Dann ist die Folge wieder vorbei. Dann ist die Folge wieder vorbei, ja. Geht voll schnell hier, ne? Tja. Man hackt hier ein bisschen rum, man baut ein bisschen was und Ende. Ja, es ist für ein paar längere Stunden ausgelegt. So, hier, wir kuscheln uns jetzt hier zusammen. Weißt du, in Schweden leben alle so. Ja, in Schweden vielleicht, aber bin ich in Schweden. Oder ich mach's so hin. Warte. So. Sind zum Beispiel hier Fiber, kann ich da rein tun. Das können wir hier immer wieder spawnen. Dann läuft doch, das können wir sterben. So, sehr schön. Ich habe hier ganz viele Fackeln. Fickelfackel. Thatch und Fiber. Kann man die irgendwie abschließen? Nee, hier steht nix. Was ist die Hütte? Tür zu machen, denke ich mal einfach. Ja, ja, die Hütte schon, aber ich meine die Truhen. Ja, wenn die Hütte zu ist, kommt keiner an die Truhen. Das stimmt, aber jemand kann durchs Fenster. So, gut. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Hui.